Dankeschön. So, Tonno, wollt ihr noch was sagen? Tonno? Bist gleich dran. Na, Tonno. Ja, hallo. Hallo, erstmal. Es werden langsam ein paar Menschen mehr hier. Sehr schön. Und ich denke, wir können sagen, man kann sagen, dass jeder Einzelne, der hier sitzt, liegt oder steht, bereits für mindestens 50 Braunschweiger hier ist. Ich frage mich, wo sind die anderen 49, die für jeden Einzelnen eigentlich hier sein sollten, von dem oder der, die schon hier sind. Vielleicht könnte ich auch sagen, jeder Einzelne sitzt oder steht hier für bereits 100 Braunschweiger. Und würde mir natürlich wünschen, dass viel, viel mehr Leute herkommen. Gut. Ich mache mir seit einigen Jahren viele, viele Gedanken zu bestimmten Themen. Zum Beispiel auch, kursieren so Gerichte wie die NWO und so etwas, also die New World Order. Und ich denke, dass es eigentlich nur logisch zu erklären ist, dass diese Begriffe konkret und präzise von gewissen Kräften als auch Mächten initiiert wurden. Und zwar, ich nehme an, von den Geheimdiensten mit, von Höherrängigen aus der Wirtschaft. Und das wurde... ich habe mich da auch 2 Jahre drüber informiert und habe mich damit auseinandergesetzt. Und das ist ja ein richtiges Bombardement und das braucht eigentlich kaum jemand. Bis hin zu einer zionistischen Verschwörung und. Beispiel, die Weisen Zions, diese Bücher, die Schriften wurden auch, wie soll man sagen, inszeniert und ein paar Mal umgeschrieben. Und es kursieren auch Gerüchte wie die, zionistische NWO und all sowas und satanische Elite und so ein Mist. Ich meine, man kennt ja Begriffe wie Lucifer, okay. Ein Schwenk zu Lucifer, der Reggae-Sänger Peter Tosh oder die Rolling Stones haben schon in den 70ern oder früher in ihren Texten so etwas mit impliziert und haben darauf hingewiesen, was alles nicht so super ist, was prinzipiell falsch läuft. Der US-Dollar, die Globalisierung. Jetzt mache ich wieder einen Schwenk zu dem korrespondierenden Kapital aus Europa. Und ein Beispiel, drüben McDonald's. Ich habe mal nachgesehen im schönen Internet, der schönen virtuellen Realität. Ich nenne es einfach so, weil ich schreibe Lyrik und ich nenne das Internet die virtuelle Realität. McDonald's drüben, eine kleine Info, es gibt 34.000 McDonald's-Restaurants plus Franchise-Unternehmen. Dann kommen noch Burger King hinzu und. Was macht es für einen Sinn, dass die Produkte an die Leute gebracht werden, dass das physische Gleichgewicht durcheinander gewürfelt wird, die Summen der Einnahmen wieder zurück, wahrscheinlich als US-Dollar in die Staaten fließen, damit sie den Staatshaushalt wieder ausgleichen können. Und ihre Linie weiterfahren. Das finde ich ziemlich mies, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich gebe gerne zu, ich habe früher auch da gegessen, vor 3, 4 Jahren noch, aber ich habe umgedacht und ich habe umgelenkt. Ich war auch bei Burger King oder bei McDonald's mal gewesen. Ich erachte es als nicht gesundes Essen und möchte den Menschen einfach hier mal ans Herz legen. No good food, no good food. We don't need Frankfurters. So. Rastafari. Jesus, Krishna, Buddha. Und da ich auch ein bisschen schreibe, habe ich mir mal was überlegt. Das wird nicht der Kracher werden, dafür bin ich ja auch heute da, aber wir schauen mal. Der Text heißt, ich stehe nicht auf. Und ich stehe nicht. Ich stehe nicht auf. Ich stehe nicht so auf RFID, radiofrequenzierte Identifizierung. Ich stehe nicht so auf die Fluoridtheorie,
Genauso wenig stehe ich auf die Pharmaindustrie. Genauso wenig fahre ich in den Schweizer Alpen Après-Ski. Oh nein, 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 das soll nicht sein. Ich stehe nicht so auf RFID und DNA-manipulierte Mikrochip-Technologie. Wahrscheinlich ist es die bequeme, die ungeduldige Massenhysterie. Etwas entgegenzusetzen oder ganz gut. Der Pressewerbung und ihrer Maschinerie. Die Leute, die wollen, dass gewisse Produkte im rechten Licht erscheinen. Und für immer, plus, minus, Limes unendlich dort bleiben. Und sie tun alles dafür. Und die ganze Sache wird monatlich erweitert. Nur eigentlich wollen sie, dass die breite Masse leidet. Also zeig mir dein Odol 3 mit 3 Grinsen. Zeig mir dein Odol mit 3 Grinsen. Colgate White, Colgate White. Auch nicht schlecht, ne? Zeig mir deinen Personalausweis mit Alpha, die Chip-Technologie. Soll er bald rauskommen? Auch nicht schlecht. Ist schon längst. Ich spreche hier, ja, manche haben die schon. Wahrscheinlich spreche ich hier von den Dämonen der Nation, die diese, unter anderem auch diese Hedge- und Vermögensfonds rauslassen, weil sie so gern mehr als 1 Million Euro im Monat verprassen. Es macht ja sehr viel Spaß, also auf! Selbst untere VW-Manager bezweifeln, dass die gesamten Ballon an Kapital und Karossen niemals verkauft werden könnten. Also schlussfolge ich, dass sie alles produzieren lassen, erscheint mir vielmehr als nicht relevant in unserer heutigen Gegenwart. Danke. Dann ein kleiner Wink nochmal zu dem RFID, also das gibt es ja schon, radiofrequenzierte Identitäts-Detected-Sache da. Und das wurde hier schleichend eingeführt halt, sagen wir es mal so. Bestimmte Berufsgruppen haben die halt, um in die Firma hineinzugelangen, okay. Ja, hier Kleidung auf jeden Fall, das ist auch dabei. Aber es gibt in Berlin oder Amsterdam, Holland oder so gibt es Clubs, ne? Da kann man sich so einen kleinen Reiskorn, großen Chip in den Arm reinballern lassen und dann kommt man halt, ist man so ein Stargast da und dann ist man halt der VIP und kann bargeldlos bezahlen. Und es kursieren auch so merkwürdige Gerüchte, vielleicht habt ihr davon schon gehört, worauf gewisse Mächte als auch Kräfte, diese Worte wähle ich immer ganz gerne. Gewisse Mächte als auch Kräfte ist halt planen, dass ein bargeldloses Bezahlen eingeführt wird. Und das ist ja auch wahrscheinlich auch schon bekannt. Und von daher. Dann gibt es die schwedische Rap-Kombo Looptube mit Promo und so. Die haben in ihrem ein Album Government Music. Sprechen sie auch von. Kurz nachschauen. Ja, sprechen Sie von DNA-manipulierten Mikrochips, also was, von daher. Und generell, in ganz vielen Musikrichtungen, Rap, Metal, Soul, Funk oder auch Rock oder was weiß ich, also das sind alles gespickt mit Botschaften und langsam müsste es doch mal rappeln im Karton. Langsam sollten mal hier ein paar mehr auf die Barrikaden gehen, aber im Frieden. Also, hier sind ja schon Leute auf den Barrikaden sozusagen. Ich kann es nicht anders beschreiben und hoffe, dass bald einige Menschen mehr hier sein werden. Danke. Danke, Tono. Hier eine Blume noch für dich, Tono. Ich finde das niedlich. Dann verschenkt die mal. So, Angela.